Allgemeine Aufbruchsstimmung. Jo. Ja. Luki, ich habe gesagt, das ist nicht für dich, das Käsebrot. Und wem ist es? Du hast eins im Rucksack. Du hast eins. Das habe ich eigentlich für Papa gekauft. Familie. Die halbe. Halbe? Halbe Familie. Aber ist auch in Ordnung, oder? Machen wir das eigentlich wieder auf. Genau. Was? 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 Vom Grillen? Was? Was hältst du vom Grillen? Was ist das für eine Frage? Was? Möchtest du mal eine Brille tragen, eine Sonnenbrille oder sowas? Das Gesicht verdunkelt sich. Dunkle Wolken ziehen auf. Niemals! Nee? Diese Ab. Das ist ganz schwierige, schlimme Frage. Das ist einfach. Diese Abwehrhaltung. Warum nicht? Nee, nicht. Wir sind so simpel. So. Ha, guten Morgen, Thorstens Rad. Einer hält wach. Der Thorsten. Tönis Rad. Oh, das ist ein Scheiß, Alter. Guten Morgen, liebe Leute. Also, was heute? Was ist das? Ich mach auf, ich mach los. Wir sehen uns gleich, gucken, was passiert. Wenn es was Interessantes gibt, schalte ich ein. Hatte ich ja schon mal eigentlich gesagt, eigentlich, dass ich nicht jede Reparatur eigentlich mit reinnehmen wollte. Mal gucken, ob was Spezielles passiert. Irgendwas, ein bisschen was erklären kann zu. Und naja, wir schauen. Lastenradvermietung, ey, ist echt der Horror. Ich glaube, auch nicht mehr machen. Erst räume ich alles aus. Dann fehlt die Hälfte, wenn es zurückkommt. Und dann haben sie auch noch rangetackert hier. Da. Da. Ohne Scheiß, ich hab mich völlig stochen an ihm, so ein Ding gerade. Warum macht ihr das, Mann? Für euch nicht vermietet. Zu tackern, umbauen. Da hat er mich noch gefragt, ja, kann man da die Seitenwand rausnehmen? Ich sage nein, auf gar keinen Fall, das bleibt so. Dann haben sie doch gemacht. Einfach so. Das habe ich jetzt ja nicht wahrgenommen, weil sie es auf der Seite nicht gemacht haben. Auf der? Ich gucke von innen, ich denke, sind da Schrauben drin. Voll Dank Attentat sind wir. Also, Mensch, da gibt es ja doch noch was zu berichten. Also, erstmal mal zwei Bremsbeläge zu tauschen. Ganz banale Geschichte und dann haben wir echt nette Nachbarn hier offensichtlich. Also nicht hier im Haus direkt. Also doch, natürlich haben wir sehr nette Nachbarn hier im Haus direkt. Und wir haben echt nette Nachbarn wohl in der Umgebung hier. Die anderen Nachbarn, die komplett alle Züge durchschneiden. Alle. Bei zwei Rädern, ein Pärchen, alle Züge durchgeschnitten. Entweder sind der totale Arschlöcher, die beiden, oder eben die Nachbarn sind totale Arschlöcher. Das kann man sich jetzt... drüber streiten, vielleicht in der Mitte treffen, dann ist man ja, so ein bisschen aufeinander zugehen quasi. Aber ich habe gesagt, geklärt werden muss, das kann ja nicht sein. Alle Züge durch, zweimal Bremse, zweimal Schaltung am Fahrrad. Das ist teuer, kostet ja Geld, kostet Zeit. Jetzt können sie nicht Fahrrad fahren, das ist nicht gut. Naja, zeige ich euch gleich, jetzt mache ich erstmal zwei Bremsbeläge. Also es gibt ja Fahrräder aus Flugzeugaluminium, ja, gibt es ja. Damit die schön leicht sind und so. Und dann gibt es so eine Fahrräder. Das ist mein Rad. Rad. Das hat eine fette CE-Zeichen drauf geklebt. Ein schöner Aufkleber hier. Was auch immer das heißt. Ist bestimmt kein Originalaufkleber. Ist von Stadler vertrieben worden. Und ja, handelt sich natürlich um so ein Billigrad von denen und das ist so schwer. Das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Das ist schweineschwer, was ist denn los mit dem? Ja, es gibt Flugzeugaluminium und es gibt U-Boot-Stahl. Also das ist ein Rad definitiv aus U-Boot-Stahl, weil
Wenn du aber durchs Wasser fährst, bleibst du echt auf dem Boden. Ja, Tatsache. Au, Sonne. Sonne ist vor sich. Der war noch voll nett, sagen sie. Ja, so ist es hier. Im Fahrradsalon ist er doch voll nett. Da waren gerade ein paar Schülerinnen für ein Kunstprojekt, machen sie Fotografie, stellen die Fotos von Herrn Sander nach. Der hat Arbeitende fotografiert an seinem Arbeitsplatz und das machen sie jetzt in modern. So, nun haben sie nicht wirklich mich an meinem Arbeitsplatz fotografiert, sondern irgendwie neben dem Boxsack, aber ja, schon in Ordnung. Ich glaube, jeder sagt nein. Ich sage ja. Ist ja kein Problem. Haben sie mal, oh, der Erste, der ja sagt, Gott sei Dank. So ist das. Ey, Schüler musst du doch unterstützen. Ey, musst du doch nicht so verbohrt sein. So, nee, Alter, nee, für ein Kunstprojekt, nee. Machen wir auch. Ist überhaupt kein Thema. So, jetzt machen wir weiter mit dem... Was war das? Anschlag. Genau. Ein Anschlag aufs Fahrrad. Ein Anschlag aufs Rad. So, schaut mal hier. Also, hier haben wir das Fahrrad. Ist ja nun nicht besonders. Ist ja nun nicht so, dass man sagen würde, oh, gentrifizierter Scheiß, viel zu teuer. Das hebt unsere Mieten. Nee, macht das eben nicht. Ist totaler Schwachsinn auch. Alle Züge durchgeschnitten hier. Einmal abgeschnitten. Klack, abgeschnitten. Klack, abgeschnitten. Den anderen hier, klack. Beide Schaltzüge, beide Bremszüge. Hier ist es probiert worden. Keine Ahnung, warum sie da nicht durchgekommen sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Auch angeschnitten und das gleiche noch bei dem anderen Rad auch. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also wirklich, sowas macht man nicht. Sowas gehört sich nicht. Jetzt baue ich erstmal alle alten Züge aus und ziehe einfach neue rein. Zumal es ja Berliner sind, jetzt sind Berliner, wa? Ich meine, was soll das? So was macht man ja nicht. Nicht, ja, ich meine auch der Berliner an und für sich. Da muss schon, also. Wer weiß, was da vorgefallen ist. Ich wollte ja noch mal was sagen. Ich muss mal kurz ausmachen. Und wieder an. So, Kollege, er zeigt den Namen vergessen. Mist. Naja, wenn du das hier siehst, wirst du vielleicht wissen, wird derjenige vielleicht wissen, was ihr meint ist. Ich habe aber noch eins da. Es ist schon leicht bedüttelt. Ja? Ich habe noch ein Schaltkettchen da für Pentasport. Es ist tatsächlich das letzte und das gibt auch keiner mehr. Ey, die werden nicht mehr irgendwie, ich weiß keine Ahnung, vielleicht findet man im Netz noch irgendwas oder so. Bestimmt. Also die werden ja nicht so komplett ausgestorben sein, die Dinger. Bloß wie gesagt, die Macke haben sie ja alle. Die reißen dann irgendwann hier durch, da an diesem Knick hier, ne? Sitzt noch da, kannst du ja einer haben. Weiß ich nicht, musst du mir irgendwie mal was zukommen lassen, eine Adresse. Kannst du was für sich. Kannst du für Lau haben, ist mir scheißegal. Also Porto halt, ne, aber. Zeig dafür nehmen. Lange Seite, linke Seite, Pentasport. Habe ich eins, das letzte. Also. Wollte ich nur mal kurz sagen. Jetzt geht's weiter mit der Reparatur. Na, nicht, dass alle denken, ich hab's vergessen oder so. Also, das ist ja... Oh ja, boah, der sagt immer, der guckt und der guckt da gar nicht. Nee, nee, ich guck schon. Ich hab das schon seit 2 Tagen hier rumliegen, aber ich hatte andere Sachen im Kopf. Das ist natürlich was anderes, wenn jemand hier ist, vor Ort ist, dann kann ich ihm mit leiner Hand drücken und sagen, hier komm, gib, was du willst, sozusagen. Das ist so ein Gib, was du willst Artikel. Aber wenn eben über das Netz, dann ist das auch immer so, ja, jetzt guckst du nach, ach, hast du, ja, und dann musst du aber erstmal wieder hinkommen zum Schreiben und wenn du dann aber da bist am Computer, denkst du nicht automatisch oder ich nicht automatisch daran, oh, jetzt schreibt dir mal zurück oder so. Deswegen mache ich das per Videobotschaft. Mal schauen, ob die ankommt. Na gut, dass der hier durchgeknipst wurde, war wohl höchste Zeit. Hätte man aus Sympathie mal machen können. Jetzt, mit Schaltwerk auch mal wieder schalten. Wo seid ihr denn? Nice, ich bearbeite hier hintereinander weg, dann bin ich auch irgendwann mal ruhig. Das ist dann auch so ein bisschen schwierig vielleicht für euch.
Ja, aber so ist es dann beim Livestream halt auch, ne? Wenn der Livestream dann irgendwann mal läuft, wovon ich ausgehe, da habe ich keiner Zweifel dran, weil das hatten wir ja alles schon. Und da wird es halt auch längere Phasen geben, in denen nicht gesprochen wird natürlich, weil ich bin dann ja jetzt nicht permanent am Labern, also das ist ja kein YouTuber, die machen dann mal ihr 10-Minuten-Video und das ist aber auch wieder gut bei denen. Dagegen labere ich schon recht viel, weil ich den ganzen Tag durch irgendwie immer was erkläre, erzähle und am Ende ja auch erst entscheide, nehme ich das mit rein in den Vlog oder nehme ich es nicht mit rein. Dann mal sehen, wie viel ich labere am Tag. Viel zu viel. Viel zu viel Laber. Palaber. Müsste Laber, Laber. Sozusagen. Nachher räumt es hier unten aufgeräumt. Das ist eine Katastrophe hier mittlerweile. Na gucken, ob der Thorsten heute reinkommt. Wut entbrannt. Wie kannst du sowas sagen? Also, muss ich auch sagen, in dem Moment, muss ich das sagen, muss ich sagen dürfen, du pass auf, das hast du nicht richtig gemacht. Da hast du was verwechselt, Kollege. Ja genau, siehst du, das wollte ich nicht. Ach, die fahren alle mit Krücken durch die Gegend, das ist unglaublich. Wie kann man denn so eine Krücke fahren? Wie kann man sowas fahren, was irgendwie wohl Schaltwerk nicht eingestellt ist? Ich schalte nie. Ja, genau, dann schaltest du doch mal und dann klack, bumm. Hinterrad kaputt. Fertig. Nummer 1 erledigt. Kommen wir zu Rad Nummer 2. Wie gesagt, wenn ich damit fertig bin, dann muss ich erstmal aufholen. Was haltet ihr davon? Einfach mal alle Züge durchschneiden. Muss ich den Zug abschneiden? Ja, Tommy schneidet manchmal auch einen Zug ab. Nicht nur Quetschhülsen, nein, auch Züge. Weil hier, das kriege ich nicht mehr raus. Schneide ich ab und zack. Das brauche ich als Maß für den neuen Schaltzug. Jetzt schraube ich den Schalter hier aus. Sachs Commander. Den Sachs-Commander-Schalter schraube ich jetzt auseinander.
und hole den Rest vom Zug da raus. Ist natürlich noch nicht fertig. Ne? Also in Gedanken behalten, wird dann auch alles nochmal nachziehen. Victoria. E-Bike. Aber in diesem Fall ist es ja sinnvoll, wenn man dadurch seine Mobilität ein wenig erweitern kann oder seinen Arbeitsbereich oder Einzugsgebiet oder wie sagt man. Ah, das kann ich da nicht reinklemmen. Boah, ist das schwer. Oh, ist das schwer. Was für ein Klumpe. Klumpatsch. Ah, hier ist der Griff. Okay. Ich gucke erst mal. Genau, guck mal, ob überhaupt was da ist. Okay. Wir gehen jetzt los. Ja. Was denn? Anti-Platzsuppe. Ich hasse Anti-Platzsuppe. Sieht eklig aus. Sieht eklig aus. Ist auch eklig, weil hast du überall den Scheiß. Mhm. Das ist halt nicht gut, ey, wenn du das benutzt. Und dadurch gehen die halt kaputt, die Mäntel. Die Stolche. Fertig. Finito. Haben wir. Was los, Brubel? Kaputt, ehrlich. Kannst ja kaum noch stehen, was denn los? Ausbilder Schmidt ist wieder da. Jo, ja. Jo. Ist das hier hinhängen? Ja. Ja. Dann rufe ich die an, wenn was passiert. Nee, du sollst hingehen zum Kurs. Du sollst hingehen zum Erste-Hilfe-Kurs. Das schaffe ich nicht. Ich habe nicht die Zeit. Du machst deine Hand einen Tag zu. Nee. Los, Brubel, geht's dir gut? Ja. Der Arzt hat gesagt, alles in Ordnung, wa? Ja. Wird ja immer schlimmer mit dem Brubel, da. Leise ist er auch geworden, leise. Sonst ist er mal so laut. Schreit immer so rum. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Jetzt ist er so leise. Ja, links. Wie läuft denn das da? Pappe von heute Morgen. Schmeckt ein bisschen nach Pappe schon. Ich habe einen... I have another ride at 6. Jetzt nochmal 2 Uhr. Schaltzug wechseln. Ob ich das hinbekomme, boah, die Wette gilt. Mal gucken. Gary Fischer, Joshua. Müsste das sein.
Was für ein geiler Draht. Gary Fischer Modell Joshua. Denke ich. Made in the USA with domestic and foreign parts. Side-butted. Designed by Gary Fischer. Bam, 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 bam. Was für ein geiles Rad. Rockchocks. Indie Long Travel. Geile Gabel, geiles Rad. Oh, so wie ich nur. Naja, Schaltzug tauschen bis 6 Uhr, nicht bis 6 Uhr der Draht bestauen. Ich hab zu mir gesagt, naja, ist überhaupt kein Problem. Was, wie, ja, ja. Problem ist, hier kommt er nicht mehr. Da kommt er nicht mehr. Das Hüfte. Und hier ist auch gerissen. Snapped. So, bitte mal. Schaltzug haben wir. Und fahrradtechnisch habe ich mir halt so viel BMX laufen nicht. Habe ich ihren Account. Diese BMX, ja, die sind ja aufgebaut. Ja. Aber die bleiben ja, sind gewartet, die bleiben. Ich will jetzt nicht verkaufen. Ach so, brauchst du noch was? Was hast du denn? Ich habe noch ein Dino. Was hatte ich noch? Ein Bullet? Nee. Warte mal, ein Bullet. So cool, ja. Doch ein Bullet. Also das Dino ist zur Reparatur bedürftig. Das habe ich mal beim Leihhaus gekauft. Ja. Ganz günstig. Nehme ich gerne, weil wie gesagt, ich brauche die Dinger ja auch und mehr oder weniger wird es eine Sammlung dann irgendwann mal wahrscheinlich. Mhm. Aber wie gesagt, die sind alle nicht zu verhökern. Ne? Gut zu wissen. Also bei mir ist langsam auch zu viel. Also ich habe insgesamt, warte mal, ich habe einen Keller, so einen ganz alten chinesischen. Weißt du? Was mit chinesischen? Und so ein BMX, ich habe den Namen vergessen. Kuwahara. Ja. Ja. Auch Interesse an sowas? Klar. Ja? Logisch. Ja? Und wie gesagt, bei mir liegt das nur rum. Kuwahara. Platz habe ich. Kuwahara auf alle Fälle, weil da habe ich noch Kins. Ah, okay. GT habe ich, Dino habe ich. Dann ist aber nur Rahmen und Gabel. Zwei Stück, scheißegal. Ja. Und ist ja japanisch. Ja. Genau. Dann den Dino muss man mal gucken, was werden die so gehandelt, wenn die fit sind. Aber davon naja, ich hab jetzt eins hier gehabt von einem Kumpel, der wollte 350 haben. Das war wie neu, wie okay. Aus dem Laden. Da hat er alle getauscht dran, was irgendwie aber ein Original getauscht. Nein, das Bullet ist wie neu. Sagt dir das was? Nee, sag mir ja nicht. So, ich hatte mich mal gestern unter einem Video von dir angekündigt. Ha, hast du? Ja. Grüß dich. Angel. Mit Familie und Anhang und habe gesagt, wenn ich einmal nach Berlin fahre, dann muss man zum Tommy in den Laden gehen. Hallo. Hallo, hey. Hallo, Luisa. Hi, hallo. Ja. Ja, jetzt bist du vielleicht mal ein bisschen stöbern, vielleicht findet sich das eine oder andere. Ich bin auch so ein kleiner Rennrad-Fanatiker. Ja, der bin ich ja nicht. Bist du nicht, hast du aber sicherlich das eine oder Rennrad andere. Rennrad habe ich ein paar da, aber eben nicht so viel wie die meisten anderen hier, weil die meisten anderen, die haben eher Rennrad, bei mir ist es eher gemixt. Mountainbike, BMX. BMX habe ich ja, weiß ich, kenne ich ja aus den Videos. Ja, genau, da ist ab und zu mal was dabei. Na, wo kommt ihr jetzt? Ja? Aus Halle. Ja, Halle. Halle. Mensch, ist ja nicht so lang, nicht so weit weg. Nö, wir sind die Stunde mit dem Zug gefahren, das ging relativ schnell. Ja, fix, aber zu Fuß jetzt anderthalb Stunden. Aha! Ja, ist ja. Seid ihr schon durch, wa? Ja. Noch ein bisschen was vor uns. Was mit einer Kombizange, wa? Na, sicher doch. Sicher doch, mit einer Kombizange. Der Mika macht mit der Kombizange rum. Der Mika! Nur dann, wollen wir weiterziehen? Ja. Es war mir eine Freude. Okay, gleich bald. Ciao, ciao. Wir sehen, ja, das ist ja manchmal auch entzaubernd, ne? Ja. Aber. Nee, ciao, ciao. Das cool. So habe ich es mir auch vorgestellt. So ein bisschen, naja. Wir haben uns gedacht, Mensch, das ganz normale Leben. Das ganz normale Leben. Lass mal sehen. Das ist doch auch schön. Bei Tommy live und in Farbe. Bist du schon. Bist du so ein berühmter? Ich bin ein Wallfahrtsort. Ja! Ich hätte meine Haare auch machen müssen, dann wäre das so richtig. Das war der Ernö. Ernö ist das, heißt der. Ernö. Ernö. Ernö.
Irgendein Ungar aus Halle. Ein Ungar aus Halle? Die geht ja gar nicht ab hier. Das stimmt, ja. Ich habe auch Enrico gesagt, ich werde jetzt gleich mal 3 Plastikstühle besetzen. Ja, okay. Ja, ja, ich kümmere mich um Plätze. Tja, ich räume ein und werde jetzt für die Zeit, wo jetzt Fußball läuft, werde ich oben mit meiner Frau schön sitzen und einen Kaffee trinken. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, ganz in Ruhe, also Pause lebt von der nächsten Pause, von der einen Pause in die nächste Pause. Das ist ein Leben hier. Ja, nun haben Sie mal live gesehen, die zwei, die Familie aus Halle. Und ich hoffe, die sind nicht so enttäuscht dabei, meine. Aber jetzt ist ja nun mal gerade ja nicht los. Es war jetzt kurz nach dem Essen, sitze ich da und verdaue so meinen dicken Bauch und dann. Oh, hallo, wir haben uns angekündigt. Was? Wer bist du denn? Ach, der Ernö. Schön, dass du da warst. Vielleicht sieht man sich ja später auch nochmal. Vielleicht in 2-3 Jahren oder so. Wenn wir so eine riesen Gemeinschaft sind. Jetzt hau ich ein. Dann sehen wir es gleich nochmal nach dem Fußball. Und dann drücken wir der deutschen Mannschaft mal die Daumen, obwohl ich ja gar nicht so mit Fußball so viel zu tun habe. Aber ich würde mal sagen, jetzt ist es kurz vor 4. Wir hoffen mal, dass die hier gewinnen. Ich weiß ja nicht, gegen wen sie spielen. Der Mika hat mir ein Gurken-Sandwich mitgebracht. Danke, Mika. Wir schauen mal. Jetzt geht nach oben, die fangen jetzt an zu spielen. Das Schaltkettchen, jetzt werde ich ihm doch schreiben, jetzt habe ich ja Zeit. Das werde ich also jetzt beantworten. Und dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder hier unten. Überall läuft Fußball, ich gucke die Sendung mit dem Glöckler. Schöne Doku. Gefällt mir, hat mir gefallen. Krause kommt. Habe ich mir angeguckt gerade, echt lustig. Kein Mensch hat geklingelt, keinen interessiert. Ich höre nicht zu. 0-0 gegen Südkorea. Was ist denn das? Das ist echt lächerlich. Südkorea? Ja. Naja, die hacken ja gleich, die haben sie Angst. Die Schweden haben schon 2 Tore gegen Mexiko. Ist doch scheißegal. Ja, das schaffen sie nicht. Die das ist WM, ja nicht schon 8. Im Finale? Das ist noch Vorrunde. So. Das ist noch gar nichts. Wir wären fast ausgeschieden, wohl, als sie das 2. Tor geschossen haben. Die auf einen. Sich so, ja, der ist da irgendwie. Wieder nicht. Wie du zuhörst. Draußen so alle so. Der hat sich wohl zugefreut und so ein bisschen schadenfroh gegen die Schweden dann sich gefreut. Und dann gab es ein Verfahren deswegen jetzt. Hä? Mhm. Wieso, was hat er denn gemacht? Er hat einen Platzverweis bekommen. Er darf nicht mehr aufs Spielfeld. Wieso, was hat er denn gemacht? Keine Ahnung, keine Ahnung, wieso, was stelle ich mir mal vor? Eine lange Nase zeigt dafür jetzt Platzverweis? Ja, er hat einen Platzverweis bekommen. Dann Lego. So, ich habe dann das hier gebaut. Und zwar wollte ich einfach nur spielen. Ach du Scheiße, wo sind denn die Köpfe? Komm her, zeig her. Bau hier auf. Baust du das hier auf? Ich habe so einen schönen Wald gebaut. Oh, mit der Einhornis. Und was ist dann passiert mit deinen Lego-Männchen? Sind sie tot? Es war ein Krampf, mit Lumen zu spielen. Was ist denn da los? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ist ein bisschen unheimlich. Die Köpfe liegen im Wald. Oh, das ist echt ist der Wald. Rennt damit weg. Fakt ist, ich wollte... die Köpfe abgerissen und wieder hingestellt. Schön. Ja. Die fast nur vorgeschossen. Die hat fast einen Orgasmus bekommen gerade. Was ist das?
die Köppe. Schlimm ist das. Jetzt sitzt man hier in der Kammer. Umgeben von Trickwäsche. Und versucht den PC zu reanimieren. Alles für euch, meine Lieben. Ich schaue auf, ich hoffe, das geht so. Also im Gerätemanager, ich habe es probiert übrigens, ja, Gerätemanager und so. Wurde mir gesagt, soll ich nochmal installieren oder deinstallieren und installieren. Allerdings habe ich im Gerätemanager die Karte gar nicht mehr drin. Ich sehe die überhaupt nicht. Oder ich weiß nicht, wie ich den Gerätemanager bediene. Es ist alles zum Verzweifeln. Ich gehöre nicht dazu. Ich gucke mir dann, wenn da mal die Endspiele an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten gefällt mir das ja auch nicht. Wisst ihr, wenn man da mal. Also, das letzte Mal war wirklich geil, die Weltmeisterschaft. Da war ja genial. Also. Ja, und jetzt. Und dann. Aber so ist es. Beim letzten Mal war das peinlich für die Argentinier. Ne? Wo sie da so. 8 zu, was weiß ich was? Ne, das war ja Halbfinale. War das ja so, oder? Ich wüsste ja nicht mehr. Und jetzt ist es halt mal peinlich für die Deutschen. Aber ich glaube, ab und zu braucht man so ein Ding auf den Deckel oder so, damit man mal wieder gerade läuft und merkt, ey, man, die Millionen kriegt tatsächlich nicht umsonst. Ja, für die Millionen, die ich bekomme als Spieler, muss ich auch was tun, muss ich auch Leistung bringen. Und manchmal ist es halt auch einfach nur ein schlechter Tag. Manchmal spielt man vielleicht auch gut, aber das werden die Analysten besser wissen. Ich gucke mir ja sowas nicht an, deswegen kann ich sowas nicht sagen. Und halte mich da ein bisschen. Ich bin immer der Meinung, das ist ja ein schön überbezahltes Spiel. So mit den ganzen Leuten, was die da verdienen, also da jetzt nicht mehr ums Spiel, da jetzt eigentlich nur noch ums Geld und Werbeverträge. Und deswegen ist das, diese ganze Spielerische ist da so ein bisschen hinten an. So, jetzt. So, jetzt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Achtung, stecke das zusammen, stecke das hier rein. Schauen wir mal. Ja. Nein. Hallo. Hallo? Hm. Hallo? Sie sieht mich. Es funktioniert. Lego Technik, es funktioniert. So, warte mal, wir testen mal gleich. Was für ein schwarzer Streifen? Wann denn bitte? Wie ab und zu mal. Wie? Jetzt halt bewegt den Kabel. Naja, ist es nur, wenn man das Kabel bewegt oder auch mal so? Jetzt bewege ich nicht. Konstant, wie ist die Qualität? Kann man hier alles sehen? So bis hier so? Also wenn man hier nach vorne sieht, hier vorne so, ist hier so, das ist ja fantastisch. Also es ist nicht mehr gesichtsdeutlich. Das ist schön. Und wenn ich hier so stehe, kann man das so sehen? Nö. Ich sehe dich nicht. Nee. Das ist schön, das ist toll. Das heißt, das funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt gleich den Livestream an. Ich bin ja schon total glücklich und aufgeregt. Ach, ich komme nach oben. Bis gleich. Over and out. Okay.
Liebe, liebe Leute, also, was soll ich sagen? Der Stream ist aus. Ich gehe nach Haus. Träumt sich wieder. Der Graus ist aus. Der Stream läuft. Also, ich finde es total toll. Kann es ja nicht oft genug wiederholen. Habe ich oft genug gesagt, auch im Livestream, den wir jetzt hatten. Der war schön, der war gut besucht. Also, wahrscheinlich, naja, ist es noch wenig besucht, aber. Für das, was ich jetzt hier gerade mache, ist das, also ich find's total toll. Total begeistert. 14 Leute oder 15 oder 16 oder 17, ich weiß ja nicht, was die Höchstzahl war, an Leuten, die dabei waren, gleichzeitig, finde ich schon enorm. Finde ich richtig gut. Na und ab morgen läuft er ja halt wirklich durch, von morgens bis abends. Wie gesagt, bitte, 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 seid nicht sauer, dass manchmal eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht oder drei oder vier Stunden nichts vor der Kamera passiert, außer dass ein Rad da hängt oder dass irgendwas, dann ist halt gerade nichts zu tun. Dann werde ich aber auch nicht die ganze Zeit vor der Kamera stehen und eben so einen Clown machen oder so. Das mache ich halt nicht, weil ich mache meinen ganz normalen Arbeitsalltag hier weiter wie bisher. Die Kamera ist jetzt dann wieder bei mir und da werde ich irgendeine andere Kamera positionieren, die einfach euch ein geiles Bild irgendwie rüber sendet. So ist der Plan. So geht's ab morgen weiter. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommy.